Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Heute mal keine Anleitung, aber willst du mal sehen, was ich mache, wenn ich keine Videos drehe? Richtig, ich bastle. Aber nicht nur. Ich sortiere auch meine Fotos mit den schönsten Momenten des letzten Jahres. Und das waren richtig viele. Guck mal, ein Schiff. Ein Bild, ein Treffen mit meinem Sohn, noch mehr Schiffe, so viel mehr. Ja, richtig, ich will immer mehr sehen. So viele gute, glückliche Momente im Jahr 2020. Treffen mit Freunden. Ein gutes Jahr ist zu Ende gegangen. Auch hier ist auch noch so ein schönes Schiff. Ja, und all diese guten Erinnerungen und Momente kommen in ein Album mit einem silbernen Knopf. Und es sind nicht nur die Bilder aus meinem Kopf, sondern in echt. Das wird außen der Umschlag. Hier diese Bindung, die habe ich auch noch nicht probiert. Muss ja mal neue Sachen ausprobieren. Und diese Seiten, vielleicht erinnerst du dich, letztes Jahr, so im Frühjahr, habe ich verschiedene Stempeltechniken gezeigt. Und alles im maritimen Design. Und diese Seiten wollte ich jetzt endlich mal verarbeiten zu Seiten für mein Fotoalbum. Die Grundform oder den Grund für mein Album bilden diese Briefumschläge, die ich einfach für Seiten weiterverwende. Kann man sogar hier was reinstecken. Also das Album wird richtig umfangreich aus 12 Briefumschlägen. Vielleicht willst du ja eine Anleitung dafür sehen, wie ich das gestalte. Ich weiß es ja auch noch nicht. Der Plan sieht vor, dass ich dann so die Bilder hier drauf setze mit Text. Die verschiedenen Meere, die wir gesehen haben. Oder hochkant. Wahrscheinlich noch ein bisschen schnippeln und kürzen. Also ich bin schon ganz gespannt auf das Ergebnis. Ja, willst du eine Anleitung sehen? Dann schreib mir das unbedingt. Und bis dahin sortiere ich mal weiter meine Bilder. Wenn dir meine Videos gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine weitere Anleitung. Ich wünsche dir kreative Zeiten und bis demnächst. Ich freue mich drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.